reinzulaufen in ein volles Stadion, das ist Gänsehautatmosphäre. Da ist man hochkonzentriert, da geht man durch den Tunnel und ist dann auf dem Spielfeld und ist so eingestellt auf das Spiel, dass man sich geradezu freut, Entscheidungen zu treffen. Mach dich zuerst mal unbeliebt, dann wirst du ernst genommen. Die Chance für den ersten Eindruck. Sie haben nur eine Chance für den ersten Eindruck. Dann sind Sie einsortiert von Ihrem Gegenüber. Es sind rund 300 Entscheidungen in 90 Minuten. Der Jahrhundert-Torschütze kommt auf Sie zu. Mit einem Schmunzeln im Gesicht. Da hat er Glück, dass er die Ohren hat, sonst würde es rundherum gehen. Sie stehen da, Sie wissen genau, was Sie machen müssen. Sie zeigen ihm zuerst Gelb für das Trikot ausziehen. Und in Addition für das Zaunerklettern und Jubeln zeigen Sie die weitere Gelbe. Das heißt, Sie schmeißen den Jahrhundert-Torschützen mit Gelb-Rot vom Feld. Da können Sie sich in der Beliebtheitsskala auf dem Feld vielleicht mal einordnen. Und da müssen Sie gar nicht groß anfangen, da sind Sie ganz unten. Sie brauchen keine Angst zu haben, Entscheidungen zu treffen. Jeder Mensch trifft Entscheidungen in kleinen, in großen Schritten. Und Menschen, die Entscheidungen treffen können und dürfen, die bewegen etwas. Vorbereiten ist die Kunst von Entscheidungen. Aber das geht nur mit Training. So wie Training auch im Beruf immer wieder verbunden ist mit den gleichen Abläufen, mit Automatismen, mit Gefühl. Ein Gefühl darf uns immer begleiten, wenn wir Entscheidungen treffen. Das ist wichtig in einem Team. Auch das Vertrauen trotzdem da draußen zu lassen und zu sagen, du hilfst mir beim nächsten Mal wieder, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das kann man auch übertragen, indem man einfach auch Vertrauen hat in die Mitarbeiter. Man muss ihnen Freiheiten gewähren, dass sie es wagen und mutig sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen und auch Richtungen anzugehen. Sehr interessant. Also man kann sehr viel ins Berufliche übernehmen, auch wenn ich nicht Fußballfan bin. Ich bin völlig begeistert. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ein Schiedsrichter auch so witzig sein kann. Ich habe selten so einen authentischen Vortrag erlebt, weil ich das Gefühl hatte, Herr Kircher war in jeder Situation echt. Es wirkte spontan, es wirkte ungestellt, ungekünstelt, sehr humorvoll, gespickt mit interessanten Begebenheiten und inspirierend in jeder Hinsicht. Jede Entscheidung macht Sie reicher. Seien Sie mutig. Treffen Sie welche.